Naja, wenn nach 3 Wochen deine Reifen immer noch nicht aufgestochen sind, dann machst du es richtig. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, als ein neuer Deutschprofessor die Klasse betreten hat, jung, frisch von der Uni, und erwartet hat, dass alle aufspringen, er wortlos an den Katheder gegangen ist, ernst in die Klasse geschaut hat, schweigend alle gemustert hat, dann seinen Namen an die Tafel gekritzelt hat mit viel Gekreische der Kreide. Und einige von uns haben gelacht, das war immerhin schon, glaube ich, eine 4. oder 5. Klasse. Und er ist sofort explodiert und hat sofort versucht, Autorität zu zeigen, aber nicht Autorität im Sinn von, man muss autoritär sein können als Lehrer, man muss eine Autorität sein, keine Frage, sonst machen die Kinder mit einem, was sie wollen. Aber Autorität hat man nicht zu demonstrieren, die hat man zu sein. Mich beleidigt es, wenn ich das Gefühl habe, ein Kind stanglegt, weil es jetzt den Unterricht nicht machen will. Und das ärgert mich, weil ich bin für den Unterricht verantwortlich. Ich erwarte mir eigentlich, dass die Kinder kommen und dass wir es da gemeinsam lustig haben, mehr oder weniger. Hundertprozentig ist es wichtig, Fröhlichkeit zu verstrahlen. Die darf natürlich nicht aufgesetzt sein, man muss es auch sein. Ich bin's, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, ich bin meistens gut aufgelegt, man kann mit mir lachen. Und Humor kommt bei Kindern gut an. Jetzt nicht Witze, die verstehen sie nicht, aber Freundlichkeit, Lachen, lustig sein, einen Scherz machen und auf Scherze reagieren. Also ja, nicht mit der Bierernstmine. Ich ziehe bitte als Lehrer oder Lehrerin nicht in den Krieg. Das sind Freunde, das sind Partner, mit denen ich jahrelang im optimalen Fall zusammenarbeite. Da gehe ich nicht in die Klasse und denke mir, was muss ich jetzt machen, damit mich die gleich irgendwie das... Da gehe ich rein, so wie wenn ich Erwachsene treffe, die ich ja bei einer Party oder Hochzeit oder keine Ahnung was neu kennenlerne, mit Freundlichkeit, mit einer positiven Erwartungshaltung. Und das kommt meistens auch rüber. Gelingt nicht immer. Einer der Gründe ist, dass wir tatsächlich relativ viel unterrichtsfreie Zeit haben und sehr viele Eltern glauben, dass wir in dieser Zeit nur Freizeit machen. Das ist ein Neid. Ein zweiter Punkt ist, dass sich manche Lehrerinnen und Lehrer wirklich gegenüber ihren Schülern nicht sehr geschickt verhalten, sprich sie nicht gut behandeln. Und das erzeugt Wut auch in den Eltern. Also auch in den Köpfen der Eltern, nicht nur der Kinder. Eher der Eltern dann als der Kinder eigentlich. Ein dritter Punkt ist, dass sehr viele Erwachsene Rechnungen offen haben. Schule erlebt ja auch Wandel. Und Schule war, gerade in Österreich, sehr autoritär und sehr hierarchisch. Auch in den Medien, nicht? Ich merke sehr bald, und ich war nicht einmal, dass ich dann im persönlichen Gespräch festgestellt habe, naja, jetzt wundert es mich nicht, warum der oder die so schreibt über uns Lehrer. Die hat ja eine Rechnung offen aus ihrer Schulzeit.